So. Jetzt mal eben hier kurz wieder. Bla 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 bla. Muss ich noch näher ran? Zack! Was? Ich bin perfekt? Ja, klar. So hält das auch auf jeden Fall. Ja, klar, das Kind läuft ja trotzdem nur durchs Wasser. So, wir sind eine Stufe aufgestiegen und wieder ein bisschen weiter auf eine offene Handfahrt. Ah, guck mal, sieht auch schon richtig gut aus. So, machen wir nochmal wieder ausgewogen. Fertig, 12 Stilpunkte. Dann können wir nämlich jetzt endlich auf Stufe 10 hier aufsteigen und haben damit die maximale Schadenserhöhung für den Stil des legendären Stoßes erreicht. Dann gehen wir jetzt noch, ja, wobei Schnelligkeit brauche ich jetzt noch nicht unbedingt wieder. Dann können wir das nächste Mal auf jeden Fall wieder in auch ein paar anderen Sachen rein investieren. Zum Beispiel die Schreckensflamme, die will ich ja ganz gerne noch mal ein bisschen weiter hoch haben. Und beim Seelenfänger müsste ich mal gucken. Shishan, erhöhte Wirkungsdauer. Erhöht sich geringfügig. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Wenn ich den Seelenfänger natürlich hochpushe, dann könnten wir auf jeden Fall es schaffen, mit weniger Schlägen wahrscheinlich mehr Chi zu regenerieren. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ich glaube, da sollten wir auch auf jeden Fall reingehen. Beziehungsweise, wir haben ja ohnehin noch zwei Stilpunkte offen. Wo ist es denn jetzt? Da. Die kann ich da auf jeden Fall rein investieren für erhöhte Wirkungsdauer und ein wenig mehr Schnelligkeit. Ist gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. So, waren wir hier eigentlich schon drin? Ich glaube nicht. Schauen wir noch mal eben. Rattendämon. Ratzricht, lecker Kinderchens hier. Da ist was komisch mit euch. Aber ratzriecht euch trotzdem. Los, kommt's raus, Kinderchens. Kinderchens ist hier. Ja, ganz recht. Bloß da was falsch mit sie. Legendärer Schuss. Diesmal sollte ich hier vielleicht ein bisschen das Ungeziefer rausholen. Warum seid ihr hier? Ins Waisenhaus kommt doch sonst nie jemand. Dürfen wir da ein bisschen wehtun? Für die schmantigen Haare hat die. Au, was hast du da getan? Ich fasse in dich rein und dann. Weiß auch nicht. Dann drehe ich meine Hand ein bisschen. Ich habe gemerkt, dass mir das Spaß macht, seit ich hier bin. Ah ja, okay. Wahrscheinlich so ein paar Organe rumdrehen oder sowas. Wer oder was bist du? Ihr Name ist Miau. Sie ist sehr seltsam geworden. Ich heiße Bin. Wir leben im Waisenhaus. Naja, das heißt früher einmal, bevor das Wasser kam. Und der heißt Mülleimer. Wir sind tot, weißt du? Wir sind tot und du kannst uns nicht mehr wehtun. Wir dir aber schon. Ich brauche Heilung. Hör auf damit, Miau. Ich mag es nicht, wenn du Leuten wehtust. Es macht dich so seltsam. Mir egal. Mir ganz egal. Jemand muss dafür büßen. Jemand muss büßen für das, was mit uns passiert ist. Beruhige dich doch. Vielleicht kann ich euch helfen. Wir sind dir doch ganz egal. Große Leute helfen uns nicht. Die wollen uns bloß immer wehtun. Hört einfach nicht hin. Sie ist so seltsam geworden, wegen dem, was geschah, als das Wasser kam. Wir waren hier eingesperrt im Waisenhaus, zusammen mit all den anderen Kindern. Als das Wasser stieg, haben wir auf die Tür eingeschlagen, bis uns die Fingernägel brachen. Dann haben wir auf die Fenster eingeschlagen. Und dann einer auf den anderen. Und dann nicht mehr. Hat denn jemand versucht, euch zu helfen? Andere Kinder haben überlebt. Ihre Familien haben ihnen geholfen und sie haben überlebt.
Aber keiner hat an die Weisen gedacht. Wir hatten niemand, der auf uns aufpasste. Ich könnte jetzt längst eine Frau sein und selber Kinder haben. Ich könnte einen Mann haben und ein Haus. Und was habe ich stattdessen? Asche und Knochen. Wir sind müde lebendiger. Wir sind schon viel zu lange hier. Wir sehen uns einfach nur nach Schlaf, aber wir finden keine Ruhe. Nicht bis die Fehler der Vergangenheit gesühnt sind. Kann ich denn irgendwas für euch tun? Doch, das kannst du! Finde den, der uns das angetan hat! Finde Yushan, den Freundlichen, den Leiter des Waisenhauses! Finde ihn und töte ihn! Bring mir seinen Kopf! Gottes Willen! Nein, Nio, davon wirst du auch nicht glücklich. Nur noch seltsamer. Wir müssen einen Weg finden, zur Ruhe zu kommen. Wir müssen unseren Frieden finden. Vielleicht kann ich euch irgendwie helfen? Wie oft will ich das eigentlich noch fragen? Frieden werden wir nie haben, aber Rache! Töte Yushan für mich, großer Mann! Mach ihn tot, weil er uns im Stich gelassen hat! Mach ihn tot, weil er unsere Knochen hier verrotten lässt! Die Knochen, das ist es! Yushan muss unsere Knochen begraben! Er ist an all dem schuld, nur er kann es beenden! Wenn er kommt und unsere Überreste beerdigt, können wir uns endlich ausruhen. Wir werden wenigstens ein bisschen Ruhe finden. Vielleicht sogar, bis die Hirtin zurückkehrt und uns zum ewigen Frieden führt. Na gut, ich begraben macht ja wenig Sinn. Das hängt ja schon alles irgendwo zusammen. Wo finde ich Yushan, den Freundlichen? Yushan ging nachts immer ins Teehaus. Er hat uns im Waisenhaus eingeschlossen, wenn er ging, damit wir nicht in die Stadt laufen und etwas anstellen konnten. Er hatte den einzigen Schlüssel. Ich weiß nicht, wie Yushan jetzt ist. Als die Flut kam, habe ich gebetet, dass er uns retten kommt. Aber er ist nie gekommen. Vielleicht hat er es ja versucht. Nein, hat er nicht. Er hat uns gar nicht lieb gehabt. Uns hat doch niemand lieb. Ich wette, er geht immer noch jede Nacht ins Teehaus und lässt sich volllaufen. Es ist, als hätte er es uns nie gegeben. Diese schmantigen Haare, die hat. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Fragen? Es gibt nicht viel, was wir euch sagen könnten. Wir sitzen hier fest in den Ruinen des Waisenhauses. Wir können nicht raus und wir finden keine Ruhe, bis Yushan, der Freundliche, kommt und unsere Gebeine beerdigt. Hör nicht auf, Binch. Wenn du Yushan, den Freundlichen, findest, dann mach ihn tot. Ich will keine Ruhe, ich will Rache. Ja, okay. Also haben wir zwei Möglichkeiten, einmal die geschlossene Faust zu wählen, einmal die offene Hand. Natürlich. Ich werde mal sehen, ob ich ihn finden kann. Ja, finde ihn und töte ihn. Bring mir seinen Kopf. Oder bring Yushan her, damit ich ihn selber töten kann. Nein, tut das nicht, Lebendiger. Es hat schon zu viele Tote gegeben. Wenn ihr ihn findet, dann bringt ihn einfach her, damit er unsere Knochen begräbt. Dann finden wir endlich Frieden. Mein Gott, die komische kleine Perle, die hat mich ja ganz schön zerpflückt. Schwupps. So, hier ist eine Kiste. Schwaches Juwel der Intuition. Ach, wahrscheinlich irgendwie Intuition plus 1 oder 2 einfach nur. Plus 2. Ja, ist ja lächerlich. So. Ja, das sollten wir vielleicht zuerst machen, weil wenn wir natürlich hier den Damm schließen, ist hier natürlich alles wieder voll Wasser und dann können wir die Quest nicht mehr erledigen. Von daher, wo muss ich denn hier raus? Irgendwo? Hallo? Hier? Ach, hier geht's hoch. So ein komischer Weg. So, dann muss ich also einmal ins Teehaus laufen. Ich kann mich da gerade irgendwie gar nicht dran erinnern, wo, wer, wie, wo das sein soll. Yushan, der Freundliche. Ach doch, natürlich, das ist doch dieser Typ, der gar nicht mit uns reden wollte. Dieser alte Mann, der oben in der Ecke saß und sagte hier von wegen, lass mich in Frieden, lass mich in Ruhe, alles doof und alte Geschichten.
Jetzt verstehe ich auch, warum der so niedergeschlagen ist, weil der, als er die Kinder da hat, zurückgelassen und sich da wahrscheinlich jetzt selber die Schuld für gibt und jetzt voll die Gewissensbisse hat. Man kann nicht verstehen, wenn man irgendwo Kinder hat sterben lassen, dann ist das, glaube ich, nicht unbedingt so schön. So. Was ist das denn jetzt hier? Ru, ihr redet die ganze Zeit davon, dass ihr den großen Damm schließen werdet, sobald ihr euren Mut zusammengenommen habt. Aber das sagt ihr jetzt schon seit 3 Tagen. Haben wir das nicht schon? Die alte Mutter Kwan möchte, dass hier wieder Anstand einkehrt. Ihr könnt hier nicht bleiben. Geht schon und schließt den Damm. Oh, es tut mir leid, Yanwan. Lasst mich euch auf einen Wein einladen. 2 Krüge Wein und wir trinken auf bessere Zeiten. Schreibt sie einfach an. Ich zahle dann später. Ru, ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich muss mich um die anderen Gäste kümmern. Ihr müsst jetzt gehen. Aber nein, ich bin mir sicher, dass ich jetzt erst einmal etwas trinken muss. Ich muss meinen Mut stärken, damit ich den Damm schließen kann. Nur einen Krug. Oder 2. Oder 3. Vielleicht auch 4. Mehr Wein! Ich werde mich um ihn kümmern, alten Saufbold. Wirklich? Dem Kaiser sei Dank. Ich habe nämlich alle Hände voll zu tun. Hey, wer seid ihr denn? Was noch viel wichtiger ist, habt ihr etwas Wein zur Hand? Oder könnt ihr welchen besorgen? Ich bin Wunderkind Lu. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich brauche eure Hilfe. Meine Hilfe? Niemand bittet mich um Hilfe. Die Leute wagen sich ja nicht einmal mehr auf meinen Kahn. Aber ich bin nicht nur ein nutzloser alter Trunkenbold. Das werde ich Ihnen beweisen. Darum habe ich mich auch freiwillig gemeldet, den großen Damm zu schließen. Ich brauche nur noch 1, 2 Krüge Wein, um meinen Mut zu stärken. Ihr müsst mich zum Piratenlager bringen. Das kann nicht euer Ernst sein. Es ist richtig, dass man nur mit meinem Kahn dorthin gelangen kann. Aber die Piraten sind gefährlich. Glaubt mir, ihr wollt nicht wirklich zu ihnen. Trinkt doch lieber einen Schluck Wein mit mir. Ja, okay. Entschuldigt, ich war jetzt gerade etwas geistig abgelenkt. Man sagt mir, ihr werdet mutig genug, um mich dorthin zu bringen. Verrückt, das bin ich. Ich bin vollkommen irre. Vor allem, wenn ich genug Wein getrunken habe. Wie jetzt zum Beispiel. Aber ich könnte euch durchaus zum Piratenlager bringen, wenn ich nicht eine wichtige Aufgabe zu erledigen hätte. Ich habe den Leuten hier versprochen, dass ich den Damm schließen und so die Stadt retten werde. Aber um ganz ehrlich zu sein, inzwischen wäre es mir lieber, ich hätte meinen Mund gehalten. Ich war leider betrunken, als ich das gesagt habe, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Alle halten mich nur für einen nutzlosen Trunkenbold. Aber wenn ich den Damm schließe, werde ich ein Held sein. Ich brauche nur noch ein paar Krüge Wein, um meinen Mut zu stärken. Wie wäre es, wenn ich an eurer Stelle den Damm schließe? Ihr wollt den Damm schließen? Ihr scheint mir dazu durchaus in der Lage. Ich schätze, es wird mir niemand übel nehmen, wenn ich euch diese Aufgabe überlasse. Ich fürchte, das bedeutet, dass es keinen wirklichen Grund mehr gibt, warum ich euch nicht zu den Piraten bringen kann.
Ich habe euch versprochen, dass ich euch zu ihnen bringen werde und ich stehe zu meinem Wort. Meistens. Ich gehe jetzt zu dem kleinen Dock, wo mein Kahn liegt und bereite alles vor. Wenn ihr bereit seid aufzubrechen, findet ihr mich am Pier der Bettler. Er liegt im südöstlichen Teil der Stadt. Wir sehen uns dann am Pier der Bettler. Gut, ich habe noch viel zu tun, bevor wir fahren können. Ich muss den Kahn überprüfen, unsere Vorräte aufstocken, den Wein probieren. Man sollte nie mit schlechtem Wein an Bord aufbrechen. Hey, wir können eine Weltreise machen, so als könntest du Piratenlager bringen. Der stinkende Atem dieses Mannes lässt mich an seinen Worten zweifeln. Aber sein Blick sagt mir, dass er zur Stelle sein wird, wenn wir ihn brauchen. Also, kommt zum Pier der Bettler im südöstlichen Teil der Stadt, wenn ihr bereit seid aufzubrechen. Natürlich. Vorräte auffüllen und hast du nicht gesehen. Ich weiß ja nicht, wo der mit uns hin möchte. So, da ist der alte Mann. Yushan, der Freundliche. Was könnt ihr einen alten Mann nicht einfach in Frieden lassen? Ihr wart vor der Flut der Leiter des Waisenhauses. Warum interessiert euch das? Es ist lange her, sehr lange her. Ich will diese Tage nur noch vergessen. Sie sind vorbei, für immer vorbei. Was ist an dem Tag der Flut geschehen? Ich war auf dem Markt und habe Lebensmittel gekauft, als die Flut kam. Ich bin zum Waisenhaus zurückgerannt, aber das Wasser stand schon zu hoch. Ich konnte nichts mehr tun. Das Wasser stieg immer weiter. Ich musste fliehen. Ich bin mit den anderen Überlebenden hierher gekommen und habe mich in dieser Stadt niedergelassen. Ich wollte ein neues Leben anfangen. Aber wohin ich auch gehe, überall sehen mich kleine Gesichter an. Jemand Besseres hätte sie vielleicht gerettet. Manchmal frage ich mich, ob ich mit ihnen hätte sterben sollen. Euer Leben wegzuwerfen hätte sie auch nicht gerettet. Nein, das hätte es nicht. Aber jetzt friste ich ein elendes Dasein. Wäre es da schlimmer, wenn ich ein Geist in den Ruinen wäre? Erzählt mir von Bin und Miau. Diese Namen habe ich seit vielen Jahren nicht mehr gehört. Miau. Miau war mein bestes Mündel. Sie war wie eine Assistentin für mich, kümmerte sich immer um die kleinen Kinder und brachte alle zu Bett. Miau war stark. Sie gab nicht so leicht auf. Was Bin angeht, sein Name sagt mir etwas. Ein stiller Junge, glaube ich. Ich kann mich kaum an ihn erinnern. Aber sie sind nun fort. Sie alle. Wenn ihr erlöst werden wollt, trefft mich beim Waisenhaus. Nein, nicht das Waisenhaus. Die Ruinen sind verflucht. Die Kinder werden dort auf mich warten. Nein! Ihr tragt sie ohnehin mit euch herum. Jetzt könnt ihr euch von eurem Last befreien. Ihr habt recht. Ich kann diese Bürde nicht länger tragen. Ich muss mich den Dämonen meiner Vergangenheit stellen und die Sache beenden. Auf diese oder jene Weise. Ich werde mit euch kommen und mich in mein Schicksal fügen. Wie es auch aussehen mag. Zack, und schon im Waisenhaus. Wenigstens müssen wir nicht mehr hinlaufen. Ihr lebt? Ihr wart hier die ganze Zeit? Ich habe euch im Stich gelassen. Verzeiht mir. Bitte verzeiht mir. Um Verzeihung bitten ist nicht genug. Du musst bezahlen. Jetzt werde ich dir mal wehtun. Bis in alle Ewigkeit werde ich das. Nein, Miau. Yushan ist nicht hier, damit du ihn quälen kannst. Er muss unsere Gebeine begraben. Dann sind wir endlich erlöst. Okay. Tut, was Bin sagt, Yushan. Bestattet diese Gebeine. Es tut mir so leid.
Schön, wie er jeden Knochen einzeln nimmt. Warum gucken wir ihn jetzt so böse? Sieht so aus, als wenn wir ihn gleich eine überdreschen wollen. Es ist getan. Die sterblichen Überreste der Kinder sind begraben. Ich wünschte nur, ich könnte mehr tun. Jetzt ist mir wohler. Ich fühle mich warm. Mir war schon so lange nicht mehr warm. Dankeschön. Danke, Lebendiger. Ihr habt uns geholfen, endlich Frieden zu finden. Endlich dürfen wir uns ausruhen. Und ich schulde euch ebenfalls Dank. Seit Jahren lebe ich mit dieser Schuld. Jetzt, da das hier vollbracht ist, kann ich vielleicht endlich wieder ein normales Leben führen. Das verdanke ich euch. Und jetzt leb wohl. Wir werden uns nie wiedersehen. Schwaches gelernt, Nouvelle. Ja, und der alte Mann geht halt ganz alleine durch diese verwunschenen Ruinen zurück. Der kann sich bestimmt verteidigen. Schwaches Gelehrtenjuwel. Ja, auch das ist natürlich nicht von großer Interesse. So, und liebe Freunde da draußen, ich denke, das soll es für jetzt erstmal gewesen sein. Wir sind schon wieder bei über 3 Stunden Aufnahmesession. Wir haben einiges geschafft in dieser Session. Wir haben Tiens Anleger komplett auf den Kopf gestellt. Wir haben ein paar Aufgaben dort erledigt. Sind jetzt momentan in den Ruinen des alten Tiens Anlegers und werden wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesession den Damm schließen. Und vielleicht sogar auch. Oh, wir sind tot. Naja, fast. Ein bisschen fehlt noch für den Heiligenschein. Und vielleicht auch sogar noch andere Sachen erleben, wie den Wald, das Piratenlager. Wer weiß, was auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Und ihr sicherlich auch. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei bleiben würdet. In der nächsten Folge dann wieder bei Eternal Fantasy. Bei der nächsten Aufnahmesession von Jade Empire. Ich bin raus. Bis dahin, euer Kidmar. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.